Aber wer auch schon 50 Jahre alt wurde, ist Mimon Baraka. In Folge 78 stellte ich euch Mimon Baraka vor. Die Kurzfassung? Unter seinen YouTube-Kanälen wie Arschterminator 68 und Pullerschubser Willi hat Mimon Baraka kritische und Hasskommentare gefunden. Er las die Kommentare vor, drohte den Leuten und wandte sich über seine Videos immer wieder an die Polizei, die Staatsanwaltschaft und Thomas de Maizière, als wenn diese die Videos ganz da gucken würden. Leute verarschten ihn immer weiter, behaupteten, er würde von der Sekte der Neuen Weltordnung verfolgt werden. Ich zeigte ihn euch drohen, brüllen und seine Mutter vor die Kamera zerren. Und da habe ich mir schon gedacht, jetzt reicht es. Was hat sich seitdem getan? Zunächst eine Zusammenfassung seiner letzten Videos. Sorry, da müssen wir jetzt durch. Wochenlang berichtet Herr Baraka auf seinem YouTube-Kanal Staatsanwaltschaft Beschäftiger 67, inzwischen umbenannt, von Schreiben, die ihn von unter anderem der angeblichen neuen Weltordnung erreicht haben, von der er glaubt, dass auch Polizisten dazugehören. Schließlich wurde treffsicher kommuniziert, man würde ihm auf dem Weg zu Lidl auflauern. Mir wurde das stichlich zugespielt und außerdem, woher weiß ein mutmaßlicher hier in Berlin lebender Polizist, der dazugehört? Ich nenne jetzt bewusst nicht seinen Namen. Sehen Sie sich mein Video Caput Mortem 2 an, das ich ab und zu Lidl frequentiere. Ja? Und da wird er natürlich beschwichtigt auf Facebook. Ja, das kann man googeln, wenn man weiß, wo jemand in der Nähe wohnt. Viel wie dumm und einfältig haltet ihr die Leute. Ne? 700 Euro werden gefordert, die er nicht leisten will. Dann versucht er bei der Polizei in Bayern anzurufen, die er aber schon so oft angerufen hat, dass sie ihn scheinbar schon gesperrt haben. Kein Durchkommen möglich. Nach wie vor nicht. Also, O2 aus München unterstützt das weiterhin. Ja? Yvonne Brückel mit L ohne E. Baraka intern. Studierte Psychologin analysiert im Hintergrund das Verhalten von Mimon Baraka und plant die nächsten Schritte im engen Kontakt mit Anja Körner von der Zentrale in Emskirchen. Dori alias Dorian der Übermensch, Internal alias Nix, Registration Date 2015, 19.08.21.02 Uhr, Geburtsdatum 1992, 4.1. First Name Dorian, Last Name Malte, Jobcode intern Gen YouTube, Propagandabeauftragter in der Domäne Winkler, homosexuell, plant und inszeniert diverse Pseudo-Hate-Aktionen gegen Rainer Winkler, um eine Opferrolle vorzutäuschen und Mitleid zu erlegen, tarnt sich als Rapmusiker. Wenige Stunden später, das letzte Video. Also wirklich jetzt, seht selbst. Hiermit ist dieser Kanal offiziell beendet. Es werden keine Videos je mehr von mir zu der Sache gepostet. Lebt wohl. Alles Weitere würde nun im Hintergrund ermittelt und aufgeklärt werden. Vernünftig und der einzige logische Schritt, den Trollen kein Futter mehr zu liefern. Denn jede zugegebene Wut ist Futter für den vermeintlichen Spaß der Leute, die ihn nerven und schaden. 7 Tage später, das nächste Video. Er droht den Hatern, es ginge ihnen bald an den Kragen und er wies seine Nachbarn an, keine Pakete mehr für ihn anzunehmen. Nächstes, letztes Video. Hater hinterlassen persönliche Zettel an seiner Haustür. Mimon, du kranker Bastard, wir sind überall. Grüße von David Denos und VIP9 8. Tretet mir je zu nahe in meinem realen Leben. Ich bringe euch alle um. Systematisch. Mit meinen Händen, mit meinem Schweizer Taschenmesser, was legitim ist, was mir der SEK-Beamte auch zugesichert hat, dass ich das besitzen darf. Da kann man auch wunderschöne Wunden mitmachen und euch die Augen ausstechen oder die Kehlen durchschneiden. Ihr seid überall und ich bin euer aller Tod, wenn ihr es braucht. Real. Physisch! Von jedem Einzelnen von euch Abschaum! Ich schlachte euch alle systematisch ab! Ich gebe euch eure eigenen Eingeweide zum Verzehr, wenn ihr mich nicht in Ruhe lasst! Bei Gott! Oha, natürlich hat keiner das Recht, ihn zu belästigen, hinzufahren und selbst den Eintrag bei Google Maps, sein Name stände für eine Moschee mit durchwachsenen Trollbewertungen, wünsche ich niemanden. Charaktere wie ihn oder den Drachenlord haben aber den Nachteil, dass sie durch ihre impulsive und emotionale Reaktion auf solche Schikanen für noch mehr Provokationen der mobbenden Leute sorgen. In ihrer Anonymität belustigen sich die besonders starken Hater darüber nur. Häufig kontraproduktiv sind Beleidigungen vom Mobbing-Opfer selbst wie Schwachmaten, ja? Du Drecksau, pervertiert. Perversion, die infame Drecksau. Was ihr für Abschaum seid, der besser rückwirkend abgetrieben werden sollte. Elendigen Kreaturen, die ihr seid, Monstren wie ihr, euch krüppeln, ihr Schwachmaten.
Die meisten von euch sind Arschlöcher, ja, sind Rohrkrepierer, mentale Krüppel, herzlose Bastarde, Huren und Hurensöhne. Ihr, Satanisten, fickt euch. Möget ihr alle bald kaputt Mortem sein. Jeder einzelne von euch. Plus eure Eltern, die solche Ausgeburten der Hölle zur Welt gebracht haben. Amen. Wenn ich was zu sagen hätte in der Welt, dann würde es wieder KZs geben. Und zwar exakt für solche Wesen wie euch, für solche Teufel in Menschengestalt. Sie sind der Grund, warum einige zu dem Standpunkt kommen, das Opfer sei selbst schuld. Dass das trotzdem keinerlei Aktionen im Realen über Paketboten, Zettel und Co. rechtfertigt, sollte klar sein. Eine weitere vermeintliche Überlegenheit schreiben sich die Mobber zu, weil Mimon Baraka fast alle möglichen Schreiben an ihn für bare Münze hält. Ich lege einen Haftbefehl gegen Maximilian M. vor, wegen Beleidigung, üble Nachrede und Kreditkartenbetrug im Internet in mehreren Fällen. Man zeigte mir mehrere Blätter, Papier, auf denen unfassbar hasserfüllte und beleidigende Kommentare zu sehen waren, die mein Sohn laut den Polizisten unter ihren YouTube-Profilen verfasst haben soll. Fassungslos darüber, dass mein Sohn, den ich nur als liebevollen und zuvorkommenden Menschen kannte, einen fremden Menschen so sehr verletzen kann, brach ich in Tränen aus. Ich kann immer noch nicht glauben, was geschehen ist. Entsetzt stellte ich fest, dass neben vielen zwielichtigen Internetseiten auch ihr YouTube-Profil geöffnet war und mein Sohn wohl gerade dabei war, einen weiteren Hasskommentar zu schreiben, in dem unter anderem auch ihre Mutter beleidigt wurde. Als ich das sah, konnte ich nur noch schreien vor Verzweiflung und brach völlig fertig zusammen. Es fühlte sich an, als hätte ich meinen Sohn nie gekannt. Ja, viele von euch kennen eure eigenen Kinder nicht. Ja, das ist ja das Problem, ja, dass ihr Teufel großzieht, die sich zu Teufeln entwickeln. Schreiben wie diese lassen Mimon Baraka im Glauben, dass tatsächlich radikale Maßnahmen auf Beleidigungen folgen würden. Im angesprochenen Schreiben sei nicht nur der Sohn wegen der Hasskommentare an Baraka im Gefängnis, nein, auch der Vater habe seinen Job verloren. Mein Mann hat bereits seine Kündigung erhalten. Und zum Sohn bestände kein Kontakt mehr. Mein Mann und ich sind noch nicht sicher, ob wir jemals wieder Kontakt zu dieser Ausgeburt der Hölle haben möchten. Na, klingelt's bei euch da draußen? Bei einem weiteren Schreiben, unter Vorbehalt vorgelesen, geht es um eine Datenbank weiterer NWO-Mittelsmänner, die vom Standort des Drachenlords in Emskirchen erlangt werden konnte, als der Autor der Mail bei der aufwendigen Installation einer Internetleitung half, bei der auch Grünanlagen beschädigt wurden. Aha. Auf der anderen Seite halten sich Leute wie Mimon Baraka aber für belesener als die attackierenden anonymen Zuschauer und referieren die eigenen Kenntnisse teilweise eine halbe Stunde lang pro Video. Ich kenne mich bestens aus. In diesem Universum, der Hermetik und in eurem. Ja? Ein Stein wird gefunden, ist nicht teuer. Aus dem zeugt man ein flüchtig Feuer. Aus Weiß und Rot ist er gemacht. In ihm wirkt die ganze Kraft. So ungefähr geht das. Eine erneute Ankündigung beendet die Videoserie. Tja, auch wenn ich gesagt habe, ich bringe hier jetzt keine Videos mehr, aber sowas ist natürlich ein Schmankerl. Hoffen wir, dass sich die Situation bald wieder entspannt. 6 Tage später. Mehrere neue Videos. Die Briefe an ihn hören nicht auf. Es wird gedroht, er solle bestimmte Wörter im Video sagen. Ordo seculorum constantem fidem nuntia band. Tust du es nicht, ist es dein Untergang. Das ist deine letzte Chance. Novus ordo seculorum. Staatsschutz! 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 Satanisten infiltrieren Deutschland. Besonders problematisch und typisch für Drachenlord, Mimon Baraka und Co. ist es, wenn Streiche der harmlosesten Kategorie als großer Angriff verstanden werden. Ein anderer obskurer Anruf kam von einem mutmaßlichen Herrn vom Landessportbund, ob wir Wohnraum zur Verfügung hätten und ich das verneinte, dass wir nur 2 kleine Mietwohnungen bewohnen, meine Mutter und ich im selben Haus. Wurde abgewiegelt und es hieß dann doch, also sie haben schon Wohnraum zur Verfügung. Das war auch so eine gefegte Sache, die mit Sicherheit aus Richtung Emskirchen delegiert wurde. Es hieß einfach nur doch, das kann man so stehen lassen oder man regt sich halt auf und wittert eine Verschwörung. Mimon versteht dann aufgrund einer ehrlich gemeinten Mail aber, dass Rainer Winkler nichts mit der Sache zu tun hat. Mimon Baraka möchte die Anzeige auch zurückziehen. Ich entschuldige mich bei Ihnen, Herrn realen Rainer Winkler. Und wünsche Ihnen auch alles Gute und es ist auch ein starkes Stück, was man sich mit Ihnen damals da geleistet hat. Ich nenne dieses Video Ende 2, denn es wird kein weiteres Video in irgendeiner Form geben.
Wenige Tage später ein weiteres Video. Die Zustände verschlimmern sich. Vor 10 Minuten oder vor 5 Minuten kam der 5. Pizzalieferdienst, weil jemand auf meinen Namen hin wieder Lebensmittel, also Essen, fertig, also Pizza oder irgendwas bestellt hat. Und Adresse Mimon Jesus Baraka, bla bla bla. Tja, und jetzt kommt das dicke Ende. Machen Sie sich scharf vom SEK und von der Kripo in Berlin oder wo auch immer. Ich lese Ihnen jetzt die Telefonnummer durch von meinem alter Ego, von dem Fake Mimon Baraka, der auf meinen Namen hier Essen bestellt hat. Dass das eine auf dem falschen Namen registrierte Handynummer ist, ist anzunehmen. Es werden weitaus mehr als 9 Pakete mit feinsten Tangas, String-Tangas, Tangas-Strings und Strings. In seiner Verzweiflung sucht er weinend den Anschluss im Islam. Die Deutschen würden zur NWO-Agenda gehören. Ich kann nicht mehr. Ja? Ich merke, wie das Ganze in Richtung Eskalation geht. In seiner Verzweiflung sucht er weinend den Anschluss im Islam. Die Deutschen würden zur NWO-Agenda gehören. Von Mimon Baraka hat man jetzt in den letzten 4 Wochen gar nichts mehr gehört. Einer hat sich die Mühe gemacht, bei verschiedenen Kliniken in Abteilungen für psychologische Hilfe anzurufen, nach ihm zu fragen und ihn bei einer Klinik schließlich auch an den Hörer zu bekommen. Das Gespräch dauerte nicht lange, aber seine Stimme ist deutlich zu hören. Die Leute im sogenannten Mimon Baraka Game sind sich einig, die Hatewelle hat ihn in die Psychiatrie gebracht. Hat er kein Video mehr gemacht? Nee, okay. Wusste ich nicht. Ich dachte, da kommen jetzt noch ein paar Videos. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.